Hast du auch schon mal gehört, dass Spotify nur 0,004 Cent pro Stream zahlt? Das ist kompletter Unsinn. In diesem Video zeige ich dir, warum diese Zahl total falsch ist, wie viel du tatsächlich pro Stream verdienen kannst und warum mich solche Aussagen wirklich verrückt machen. Heute habe ich auf Threads einen Post gesehen, der mich wirklich aufgeregt hat. Ich übersetze dir den Post mal kurz. Ich beschwere mich nicht, aber ich habe gerade herausgefunden, dass ich für meine ersten 5 Alben von 2012 bis 2019 bei 205.000 Streams insgesamt $855 verdient habe. Das ergibt 0,004 Cent pro Stream. Jedes Lied auf diesen Alben hat rund 1.000 bis 1.200 Dollar gekostet, um im Studio aufgenommen zu werden. Was ungefähr bedeutet, dass ich $57.000 für die Aufnahmen ausgegeben habe. Das schließt Musikvideos, Kunst und PR nicht mit ein. Die Musikindustrie ist korrupt und verdorben. Ich fühle wirklich mit jungen Künstlern, die versuchen, sich durchzusetzen. Es ist ein absoluter Witz. Solche Aussagen machen mich total verrückt, weil sie einfach nicht stimmen. Deshalb möchte ich dieses Video nutzen, um dir genau zu erklären, warum diese Zahl, die da genannt wird, so falsch ist, wie viel man tatsächlich pro Stream verdient und warum mich solche Aussagen echt verrückt machen. Also, lass uns anfangen. Der Post behauptet, dass $855 bei 205.000 Streams nur 0,004 Cent pro Stream ergeben. Das ist mathematisch einfach komplett falsch. Lass uns das mal richtig berechnen. Wenn wir $855 durch 205.000 Streams teilen, kommen wir auf circa $0,004 pro Stream. Umgerechnet in Cent sind das also 0,4 Cent pro Stream und nicht 0,004 Cent. Natürlich sind 0,4 Cent immer noch wenig, aber das ist 100 Mal mehr als die im Post genannten 0,004 Cent. Solche Fehlinformationen führen dazu, dass viele Musiker und Fans ein verzerrtes Bild von den tatsächlichen Einnahmen im Streaming-Bereich bekommen. Diese falschen Zahlen verbreiten sich schnell und führen dazu, dass viele Musiker eine extrem negative Haltung gegenüber Streaming einnehmen. Wenn immer wieder behauptet wird, dass man nur 0,004 Cent pro Stream verdient, entsteht der Eindruck, dass Streaming-Plattformen wie Spotify Musiker ausbeuten und ihre Arbeit nicht wertschätzen. Das ist nicht nur unfair, sondern auch gefährlich für die gesamte Branche. Die Realität sieht nämlich anders aus. Ja, pro Stream verdient man wenig. Bei Spotify circa 0,2 bis 0,4 Cent pro Stream. Das lässt sich nicht leugnen. Aber beim Streaming kommt es auf die Masse an. Mit genügend Streams kann man durchaus ein ordentliches Einkommen erzielen. Streaming hat trotz seiner, natürlich Herausforderungen, immense Vorteile, die viele Musiker oft übersehen. Einer der größten Vorteile ist die enorme Reichweite, die Plattformen wie Spotify bieten. Mit über 625 Millionen Nutzer weltweit, allein auf Spotify, hast du die Möglichkeit, deine Musik einem globalen Publikum vorzustellen. Das bedeutet, dass du nicht nur lokal, sondern auch international Fans gewinnen kannst, ohne große Investitionen in Werbung und Promotion tätigen zu müssen. Durch solche enormen Userzahlen können natürlich dann auch entsprechend viele Streams generiert werden, die wiederum ein gutes Einkommen bedeuten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Promotion. Durch Streaming-Plattformen kannst du neue Hörer erreichen, die sonst vielleicht nie auf deine Musik aufmerksam geworden wären. Algorithmen und Playlists auf Plattformen wie Spotify helfen dir dabei, deine Songs den richtigen Leuten vorzuschlagen. Das kann dazu führen, dass deine Musik in kürzester Zeit viral geht und du eine treue Fanbase aufbaust. Deine Fanbase kannst du dann auf vielfältige Weisen monetarisieren. Konzerte sind eine der besten Möglichkeiten, Geld zu verdienen und gleichzeitig eine enge Verbindung zu deinen Fans aufzubauen. Merchandise wie T-Shirts, Poster, Hoodies oder sogar limitierte Vinylausgaben bieten eine weitere Einnahmequelle. Social Funding und Crowdfunding-Plattformen ermöglichen es dir, direkt von deinen Fans unterstützt zu werden. So kannst du Projekte realisieren, die du dir sonst vielleicht nicht leisten könntest. Abseits davon gibt es natürlich noch eine Vielzahl an weiteren Einnahmequellen. Streaming ist also nicht nur eine Einnahmequelle, sondern ein vielseitiges Werkzeug, um deine Musikkarriere voranzutreiben. Es bietet dir die Chance, Bekanntheit zu erlangen, eine loyale Fanbase aufzubauen und verschiedene Einnahmequellen zu erschließen. Nutz diese Möglichkeiten also und lass dich nicht von solchen negativen Mythen entmutigen. Streaming kann ein extrem wichtiger Baustein deiner Musikkarriere sein. Und um nochmal auf den Post zurückzukommen, ich gebe den Künstlern natürlich recht, dass in der Musikindustrie vieles falsch läuft. Künstler sollten pro Stream mehr verdienen und auch abseits davon läuft natürlich einiges schief. Aber einerseits, Spotify kann nicht einfach 1 Dollar, 1 Cent oder was auch immer pro Stream bezahlen.
Das liegt einfach am Abrechnungsmodell. Es gibt einen bestimmten Topf und der wird an die Künstler ausgeschüttet. Wenn dieser Geldtopf nicht signifikant steigt und die Streams bei der gleichen Anzahl bleiben, dann kann der Wert pro Stream auch nicht wirklich wachsen. Und ganz wichtig, solche Fehler mit diesen 0,004 Cent, egal ob es ein Versehen ist oder geplant, sind in meinen Augen extrem gefährlich. Sie schüren einfach Unmut, demotivieren andere aufstrebende Artists und halten sie vielleicht von einer riesigen Chance fern. Und noch dazu, du musst auch keine $57,000 für deine Aufnahmen ausgeben und brauchst auch kein riesiges Budget für Musikvideos oder PR. Gute Qualität bekommst du heutzutage schon für viel weniger Geld, weil natürlich die Musikproduktion auch deutlich günstiger geworden ist durch die technischen Möglichkeiten. Und mit der richtigen Strategie, Social Media, Streaming und relevantem Content kannst du deine Musik unfassbar effektiv und kostengünstig vermarkten. Lass dich also bitte durch sowas nicht entmutigen. Es hat sich sehr viel in der Musikindustrie verändert, auch die Einnahmequellen. Aber ein Großteil dieser Entwicklungen sind zum absoluten Wohle von Musikerinnen und Musikern wie dir. Wie ist deine Meinung zu diesem Thema? Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und mir dein Feedback unten in die Kommentare schreibst. Das ist natürlich ein sehr kontroverses Thema, bei dem es meiner Meinung nach auch keine falschen Antworten gibt, solange sie auf Tatsachen beruhen. Ich freue mich auf dein Feedback in den Kommentaren und natürlich auch über ein Like oder Abo. Und teil dieses Video auch sehr, sehr gerne mit anderen Musikern, die das unbedingt wissen müssen. Das ist mir wirklich wichtig, dass man Bescheid weiß, was wirklich die Realität ist und sich durch solche Sachen nicht aus der Bahn werfen lässt. Und wenn du gleich als nächstes noch im Spotify-Kosmos bleiben willst, dann schau dir als nächstes unbedingt dieses Video an. Darin gehe ich nämlich der Frage nach, ob Spotify-Playlists mittlerweile eigentlich tot sind. Also viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Deine Musik hat's verdient, gehört zu werden.